Das leichter gesagt als getan im Eifer des Gefechts. Wir sehen mal, wie die beiden Kämpfer. Ringfrei zu 1. Gameplan, die beiden Kämpfer verfolgen. So, los geht's. So, wir starten rein in den Kampf. Und ab damit harter Lowkick. So, den Gegner erstmal einschüchtern. Oh, aber Bunab schon sehr weit, sehr nah am Gesicht dran mit seinem Push-Kick. Picker stürmt nach vorne, landet jetzt hier im Clinch. So, jetzt wäre die Möglichkeit für den Takedown gegeben. Ja, da versucht er schon. Aber nicht ganz beherzt ausgeführt. Da hat die Underhooks, da kann man was draus machen. Die Arme sind hinten zusammen, das ist eigentlich die optimale Voraussetzung. Ein Takedown. Scheint aber eher so, als wollte er hier aber die Kontrolle behalten, arbeitet sich nicht wirklich auf dem Boden. Da löst der Ringrichter das Ganze auf wegen Inaktivität. Weiter im Stand. Da hält die Deckung sehr, sehr tief. Steht auch noch auf Distanz und hat sehr lange Beine. Das heißt, die Kicks sind gefährlich, wenn da mal einer durchrutscht. Ja, mit viel Finden. Ja, und richtig Power im Schlag. Schön gekontert jetzt gerade von Pekka. Ah, die Kicks sind hart von Bunab. Oh, wenn da mal einer kommt. Aber der Pekka kommt gut durch, kontert schön. Das ist das Problem, wenn du so viel Kraft in den Schlag legst und schwingst. Und wenn die Deckung so weit unten hast. Das ist schwierig, die Arme dann wieder schnell nach oben zu kriegen. Oh, jetzt kommt eine ordentliche Schlagserie von Bunab. Da kam ein, zwei auch ganz ordentlich durch. Ja, Pickermann ist aber gut, klärt die Situation, geht hier wieder zum Clinch, hat er hier die Möglichkeit. Dafür den Underhook, aber irgendwie will er nicht in den Takedown. Ja. Ja, er versucht das. Trappt das Bein und versucht, den so runterzubekommen. Aber auch wieder mit wenig Effekt. Ja, und zu wenig Action für den Ringrichter. Dann wird wieder gelöst. Jetzt geht es im Stand weiter. Und wacht wieder auf seine Lücke. Schöner Jab. Ja, die Jabs kommen nicht schlecht. Ja, connected schön ganz grade. Gut, findet. Aber auch im Rückwärtsgang hat er die Deckung nicht oben. Das ist ein bisschen da sein Style anscheinend, so zu kämpfen. Sehr gefährlich, aber. Kann gefährlich werden, definitiv, wenn Pekka jetzt im richtigen Moment warten. Erste Runde vorbei. Ja, das waren schnelle 3 Minuten. Kam mir ehrlich gesagt gar nicht so lange vor. Ja, auch nicht, aber es ist halt immer sehr viel Action drin in den Striking MMA Matchups, also da ist immer Aktion. Da kamen beide mal ganz gut durch. Pekka eher in den Konter, wenn Bunab im Rückwärtsgang ist. Und Bunab mit schönen Jabs und natürlich mit harten Low Kicks. Ja, das scheint tatsächlich dann doch ein Duell rein im Stand zu werden. Das ist jetzt wenig Ambition, auch mal zum Takedown zu gehen. Aber ist ja probat. Seconds out. Betreuer verlassen den Ring. Ja, muss sagen, Takedown ist natürlich auch sehr kraftaufwendend. Ne? Das ist immer ein Überleben wert. Aber es zählt wirklich 100%ig rein in die Punktwertung. Insofern kann es einen Schaden nochmal einziehen. Die Lande zu sichern. Runde 2. So, wir starten in Runde 2. Sehen beide noch recht frisch aus. Da fängt er wieder an mit dem Low-Kick. Oh, oh, schöner Spinning-Kick zum Kopf. Sehr gut ausgesehen. Auch gelandet. Ah, keine Wirkung gezeigt. Picker direkt hinterher, stößt ihn hier fast aus dem Cage. Aber da hast du gesehen, blitzschnell, unerwartet. Da kam er durch. Legt er auch eine Kraft rein in die Schläge. Wenn da von meiner Koppe, da kam zumindest mal der Jab, der auch mit richtig Schmackes geworfen wurde durch.
Ja, da macht er jetzt gut Druck. Und schön auf den Body. Muss er dabei bleiben. Und wieder zum Kopf. Also das mischt er hier schön durch. Und ich denke, der Spinning Back, der hatte schon gesessen, beziehungsweise der Spinning Kick. Er hat auf jeden Fall Eindruck gemacht. Weil jetzt macht Pekka nicht mehr so den frischesten Eindruck. Aber jetzt kommt er wieder durch. Also jetzt wirklich, geben sie es hier hin und her. Den Arm mitgetrappt, da kann man auch was machen. Jetzt zum Rücken und jetzt könnte eigentlich den Takedown holen. Ja, ein Suplex. Jetzt will ich einen Suplex sehen. Ah, schön. Holt ihn hier runter. Und jetzt sichern. Zwar keine Submission, aber holt sich hier den Takedown, das sind Punkte. Wichtig nach dem Treffer vorher vom Budab. Er kann es also. Ja, wir müssen nur wollen. Und beide hier weiter wild im Schlagabtausch. Budab setzt da Kraft in die Schläge. Er schwingt auch sehr wild. Jetzt geht's wieder in den Takedown. Wunderbar. Jetzt ein bisschen sichern. Und Punkte sind da. Er hätte jetzt auf die. Ja, jetzt am Boden. Da lässt der Kampfrichter schon aufstehen. Ja, man merkt. Pekka kommt aus dem MMA. Der wollte schon in die Submission gehen. Man hat tatsächlich nur 30 Sekunden Zeit, um nach seinem Takedown die Submission anzusetzen. Man muss also blitzschnell gehen oder man hat im Stand schon irgendwas rausgearbeitet. Aber gerade gegen so einen starken Puncher wie Budab ist es immer gut, wenn er. Oh. Alles in Ordnung, kommt da gut durch. Budab gerade am Ansatz vom Kick, steht auf einem Bein. Pekka erwischt das Standbein, bringt ihn zu Boden. Das ist natürlich die Sicherheit des Striking MMA. Im MMA wäre das jetzt die Einladung gewesen. Aber harte Kicks jetzt von Pekka. Die Wadenkicks, die sind wirklich. Die haben es in sich. Ja, aber dann noch ein, zwei Mal trifft. Ja, die kann man nicht gut blocken. Wenn da mal einer durchkommt, das sind direkt gelähmt in den Beinen für einen kurzen Moment. Ja, letzte Aktion für die zweite Runde. Marschiert gut nach vorne, Pekka. Ja, Wahnsinn, gut zweite gemacht. Runde hier vorbei. Sehr gut. So, jetzt bleibt abzuwarten, wie die dritte Runde wird, weil Budab hat extrem kraftraubenden Kampfstil. Der legt da so viel rein in jeden Punch. Es verfehlt auch viele, aber das kostet halt alles verrückte Kraft. Wunderschöne Aktion nochmal. Ja, das ist das große Manko, wenn du so viel Power in jeden Schlag legst und dann auch oft daneben haust. Das kostet Kraft. Ja, bisher hat Pekka in der Runde ja wunderbar gemacht, hat die zwei Takedowns gesichert, hat das Bein angegriffen. Wenn der Stand unsicherer wird, dann ist auch super schwer, da nochmal einen harten Punch zu landen. Also jetzt entscheidet sich, wenn der Budab die Luft hat, für eine dritte Runde so zu gehen. Oder jetzt vielleicht kommt da schon die Kondition ins Spiel. Also die zwei Calf-Kicks, die haben auf jeden Fall gesessen, das hat man gesehen. Seconds out. Wirkung gezeigt. Wir kommen zur dritten Runde. Ja, die beiden schenken sich auf jeden Fall nichts. Der Kampf ist auch noch nicht entschieden. Alles offen. Entscheidende dritte Runde jetzt. Ah, merkt man schon, er steht nicht mehr so sicher. Der Budab. Ich glaube, die Kraftkicks haben richtig Wirkung gezeigt. Natürlich jetzt nochmal nicht schlecht, nochmal einen anzusetzen. Das Brügern, dritte Runde. Das ist schön mit seinen kombinierten Aktionen. Die sind wirklich hart. Er kommt aber auch selten durch tatsächlich. Ja, aber wenn er da mal vorbeisteht, kommt er noch schön die Backfist dabei. Und das ist er wirklich super schnell in diesen kombinierten Aktionen. Ja, Pekka macht das gut, der arbeitet weiter da am linken Bein von Budab. Oh, da bist du mit der Linke, bringt ihn jetzt zu Boden. Ja, sieht Budab, da hat er es gemacht. Das ist halt, wenn du den Powerpuncher bist und da sitzt mal einer, dann hat er auch Wirkung. Wird hier angezählt. Scheint sich nochmal zu fangen, aber das war natürlich jetzt ein richtiger Wirkungstreffer. Ja, Pekka steht wieder.
Kämpfer. Und da kann Yassir Puner jetzt direkt ansetzen. Und da ist jetzt, geht jetzt für den Kill. Jetzt geht er für den Kill. Jetzt hat er die Chance, das hier in den Sack zuzumachen. Aber Pickup, der ist noch nicht am Boden. Abunab schöne zum Körper und dann wieder zum Kopf. Jetzt ist halt, muss er sich schon mal ein bisschen maßregeln, dass er jetzt nicht overpaced. Aber da kommen die Schläge gut durch, Abunab. Aber jetzt war er müde nach der Kombination und jetzt geht es wieder in den Takedown. Ja, hat festgehalten, das darf er nicht. Das wird auch direkt angemahnt. Aber der Takedown ist gesichert. Das sind die letzten Minuten hier. In diesem extrem harten Kampf kommt er noch mal schön durch mit der Spinning Backfist zum Kopf. Schöner, durchgesteckter Schlag. Ja, die linke wieder zum Kopf von Peker. Immer wieder durch. Auch gerade so in dem, im Brawlen. So, jetzt soll Bunab schon mal den Takedown. Gut, muss gucken, dass die Hüfte. Dass die Beine auseinander bleiben, wenn er hinten die Beine zusammenkriegt, ist so tief, dann müsste er eigentlich runter gekriegt haben. Hat er dafür noch Kraft und er holt ihn nochmal. Wunderbar. Also Wahnsinn, was für eine Ausdauerpicker hier zeigt. Gerade diese Takedowns, die extrem Kräfte zehren zwischen dem ganzen Striking. Oh, da zeigt der Kampfrichter die letzten 10 Sekunden an in diesem Kampf. Boah. Jetzt sind die letzten 10 Sekunden angezeigt. Das heißt nochmal letzte Aktion, letzte Akzente setzen. Schöne Aktion, Kick und dann direkt den Jab durchgesteckt. Also jetzt hat er seine Distanz gefunden, der Yassir Puner. Ja. Definitiv eine starke Leistung von beiden Athleten. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. So aufs Judging, da will ich mich jetzt gar nicht drauf festlegen. Also von den Takedowns her natürlich ganz klar Unur Pekkar. Dann gab es allerdings den harten Knockdown und auch viele Wirkungstreffer von Yassir Puner. Also schwierig. Ja, Yassir hat da im Stand doch schon die deutlicheren Wirkungstreffer gelandet, gerade mit dem Knockdown. Schöne Aktion. Ja. Also. Hätte jetzt Puner noch ein paar Takedowns gemacht, dann hätte ich gesagt, das Ding ist ganz eindeutig. Aber da steht wirklich jetzt, ich habe nicht genau, aber ich habe 6:0 oder so. Es waren schon einige Takedowns. Ist jetzt die Frage, wie wird es gewertet? Ja, die Richter beraten sich noch. Jedenfalls ein Hammerfight von beiden. Ja, Unur Pekkar deutlich gezeichneter. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin begeistert. Nochmal einen herzlichen Applaus für beide Kämpfer. Ja, das Publikum ist ja einer Meinung mit uns. Bombenfight. Wir haben einen neuen offizieller Gewinner. Einstimmig. Die rote Ecke, Yassir Puner. Und Yassir Puner holt den Sieg hier mit nach Hause. Da kann man vertreten. Also da waren die deutlich effektiveren. Hat im Stand doch schon Aktion. Durch die Wirkungstreffer sehr viel Dominanz gezeigt. Pekkar, keine Frage, gut dagegen gehalten, gut gekontert. Aber im Endeffekt dann doch nicht ganz. Hat auf jeden Fall sein Kämpferherz gezeigt und auch extreme Nehmerqualitäten, also dass er da nochmal aufgestanden ist. Absolut, absolut.